Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable Anniversary. Ja, und wir gehen weiter. Wir wollen schließlich die Seherin und den bösen Piraten, das sind ja gar keine Räuberhauptmann. Ding festmachen. Zwillingsklinge heißt er, genau. Ihr wollt rein? Dann redet mit mir. Reden wir erstmal mit dir. Hallöchen, hübsche Räuberkluft. Gell, finde ich auch. Das hier ist Zwillingsklings Lager. Danke. Wenn ihr drin seid, dann für immer. Ihr könnt euch umziehen, wenn ihr drin seid. Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. So. Wo geht's? Also jetzt werden wir wenigstens nicht mehr angegriffen. Und wir brauchen nicht mehr daran an den ganzen Leuten vorbeilaufen, weil wir haben ja jetzt das Portal. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Leibwächter. Oh ja, genau, den heuern wir an. Wenn ihr jemanden mit Zähnen sucht, findet ihr keinen besseren. Heuert ihn nun an. Lasst die Brutalitäten beginnen. Sagt mir einfach, wenn ihr mich nicht mehr braucht. Voll auf Trab. Ja, da holen wir uns den gleich mal dazu. Nämlich, das ist gar nicht schlecht, wenn wir nachher... Gucken wir erstmal, ob hier irgendwas ist. Psst. Ja. Psst. Du da. Hast du was? Verkaufst du einen Ich hörte, ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen? Ich kann euch einen beschaffen. Kostet aber 1000 Gold. Ausgezeichnete Wahl, mein Freund. Ausgezeichnete Wahl. Ich weiß zwar nicht, für was ich einen Lagerpass brauche, aber hey, ich habe einen Lagerpass. Und ich habe einen Typen, der mir hilft, Kleinholz aus allem zu machen. So, wir laufen jetzt erstmal hier weiter. Wer da rein will, muss einen Pass haben. Ist wohl ein gültiger Pass. Dann mal reinspaziert. So ein Zufall aber auch. Lasst ihn durch. Ah, jetzt sind wir im Zwillingsklinges Elite-Lager. Trophäen gibt es für das Abschließen von Quests. Sie sind der beste Weg, eure Bekanntheit zu erhöhen und das schlichte Volk zu beeindrucken. Gucken wir mal, was es sonst noch hier gibt. Keiner weiß mehr die schöne Kunst des Attentats zu schätzen. Ihr sprecht mit dem falschen Attentäter. Redet mit Roderick. Er ist unser Sprecher. Okay. Bist du Roderick? Wir müssen einfach was unternehmen. Ich kann nicht mehr in diesem Loch hauen. Ich bin für Vorschläge offen. Solange es nicht um Stehlen geht. So, T. Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet habt. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Natürlich erfordert so ein riskantes Manöver eine angemessene Vergütung. Gut ausgedacht. Los, Hal. Also ehrlich gesagt, habe ich das ja noch gar nicht ausgespielt. Im Anmarsch! Ich wusste ja noch nicht mal, wo ich lang muss. Aber gut okay, gemacht. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ah, eine Attentäterhose. Wie toll. Jetzt habe ich eine Attentäterhose zum Wechsel. Oh, ich nur eine Attentäterhose brauche. Ah, da ist noch eine Truhe. Nehmen wir auch noch mit. Geht durch das Tor in Zwillingsklingsgebiet. Ja. Erstmal die Truhe hier. Oh, genau. Das ist das, was wir brauchen. Okay. Wenn mir jetzt noch irgendjemand verrät, wie ich nachher Taschendiebstahl machen kann.
Wahrscheinlich müssen sie dafür schleichen. Ja. Geh durch in Zwillingsklingsgebiet. Ja, du nervst. Weißt du das? Ich weiß ja schon, wo ich lang muss. Hier, nämlich da blinkt ja schon die ganze Zeit diese große Pfeil da. Zwillingsklinges Zelt. So. Twinblades Tent. Häuser und Geschäfte können gekauft werden, wenn ein Verkaufsschild davor steht. Wenn ihr reich genug seid, könnt ihr in einem Immobilien... Ich hab auf euch gewartet. Sekunde, Jungs. Ja, Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Und wer ist Zwillingsdingens? Köchens? Der scheint groß zu sein. Aber je größer sind, desto tiefer fallen die. Verdammt. Das ist eine Mischung aus Arthas und Sie sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Mama. Aber coole Tätowierung. Mama. Aua. Okay, gucken wir erstmal, ob wir blocken können. Nein, die können wir nicht blocken. Aber wenn er den großen Angriff macht, dann steckt er da drin. Wir müssen aber aufpassen, wir dürfen nicht weit. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Ja, ich merke. Ah! Ha! Du kriegst mich nicht! Edgy Badge, jetzt gehst du drauf. Wo ist eigentlich mein treuer Kumpane, für den ich so viel Geld ausgegeben habe? Der ist natürlich nicht beim Bosskampf dabei. Das ist doch wieder typisch. Aha! Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Verdammt. Zu früh gefreut. Nein, ich muss da eben rücken. Hört ihr auf, mich auszubuhen? Verdammt. Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Nein. Das sieht nicht gut aus. Ah.
Ja, die Hälfte haben wir schon mal. Aber die Waffe, die ich benutze, ist echt lahm. Das dauert noch ein bisschen. Ich würde gerne keine guten Waffen von ihm haben, aber... Boot nicht mich aus, boot den da aus. Haha, nimm das, du edler Schuft, du. Edler Schuft? Du musst eine bessere Kampfansagen aussuchen. Und mit dem Typen, für den ich da so viel Geld ausgegeben habe, muss ich auch erstmal ein Wörtchen reden. Der hat sich ja echt gelohnt. Nein! Nein, aua! Ja, juhu! Geschafft, oder? Macht es kurz, das würde ich für euch auch tun. Da bist du ja. Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Was? Meine Schwester ist jetzt eine blinde Seherin? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Boah. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. Andere Räuber. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft. Und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Verdammt, ich wollte doch der Böseste sein. Jetzt ist es meine Schwester geworden. Und das, obwohl ich ihr ein Geschenk gemacht habe. Ich habe so viel gesehen. So viel Tod. So viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder. In einem Ring aus Sand und Blut. Eine Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst. Zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Was? Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ihr habt doch schon gewonnen. Tötet mich nicht. Nein, wenn es denn so sein soll. Schließlich bin ich ja böse. Euer Gesundheitszustand ist kritisch.
Okay, so im Nachhinein hat sich das Geld für den doch rentiert. So, und jetzt haben wir den getötet und kriegen wir dafür irgendwie zumindest extra Gold. Nee, oder? Ah, dann blöden wir ja jetzt erstmal hier. Das hätten wir wahrscheinlich nicht mit nicht holen können, wenn wir jetzt den leben gelassen hätten. Gehe ich mal davon aus. Außerdem sind wir böse. 250 Gold. Yahoo! Was haben wir noch? Liegt da. Im Anmarsch! Noch mehr Truhen, ja! Ja, auch nicht schlecht. Und hier haben wir noch eine. Oder ein. Nochmal 500 Gold. Jaha! Wir sind reich. Ne, nicht wirklich, aber. Da ist jetzt noch irgendjemand, der lebt. Ah, ne, das ist mein Kumpel hier. Den töten wir jetzt nicht. Gucken wir, ob jetzt hier noch was ist. Ja, genau, da ist noch eine Truhe. Und ein Diamant. Diamonds are a bad guy's best friends. Haha. So, das war das Elite-Lager. Das kleine Schwesterchen hat uns irgendwelche Macht verliehen, von der wir doch gar nicht wissen, was es eigentlich ist. Aber hey, für irgendwas muss das ja gut sein. Quest abgeschlossen. Suche die Seherin der Räuber. Die Blutlinie, Teil 1. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel gruseliges Lachen zu benutzen. Ihr habt den Status Vertraut erreicht. Lasst jucken! Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt sofort dorthin gehen. Kampf sind. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, wir gehen jetzt erstmal zur Gilde zurück. Und ich würde sagen, das ist dann auch das Ende für die heutige Folge. Vorausgesetzt, ich kann... So, hier. Ja. In die Heldengilde. Teleportiert mich dahin. Häuser sind in mancherlei Hinsicht nützlich. Wenn ihr ein Haus als Heim benutzt, könnt ihr ungestört dort schlafen. Ehehäuser sind nützlich, um einen Ehepartner anzulocken. Und man kann sie mit Möbeln bestücken, die sie noch wertvoller machen. Eure alten Trophäen können dort ebenfalls eine Bleibe finden. So. Ja, das wär's hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu diesem großen blinkenden Punkt da gehen. Bis dahin allerdings sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder.